C, yeah! Ich brauche einen Plan C. Plan C ist so geil. Plan C? Ja. Ja, willkommen bei Plan C in der Küche. Heute opfern wir Mamas Mikrowelle und holen uns den Neodym-Magneten daraus. Ich habe hier hinten jetzt schon mal so die gröbsten Schrauben alle rundherum abgemacht. Das sind alles so kleine, ja, Kreuzschlitz. Jetzt habe ich bloß ein Problem, und zwar hier unten sind die letzten beiden Schrauben. Ich weiß nicht, wieso sie da so komische genommen haben. Und da muss ich ein bisschen flexen. Deswegen gebe ich jetzt mal kurz auf. Ich zeige es euch mal. Das darf ich natürlich nicht in der Küche machen. Hier diese Schrauben, da mache ich mir jetzt einen Schlitz rein, dass ich die mit normalen Schraubenzieher runterkriege. Und ansonsten waren ja alles nur Kreuzschlitzschrauben hier so rundherum. Ja, und mehr ist eigentlich auch nicht zu tun. Ich drehe sie gleich nochmal um, mal sehen, ob unten noch was ist. Ja, hier unten sind auch noch jede Menge Schrauben. Die sind alle Kreuzschlitz. Die mache ich jetzt auch erstmal los und dann schauen wir mal, ob wir da weiterkommen. Aber ich denke mal, dass ich diese beiden hier noch losmachen muss, weil ich das sonst eh nicht abkriege. Ja. Aber wir schauen mal, ich mache erstmal die anderen lose. Ich muss trotzdem diese Scheißdinger noch rausmachen. Das gibt's nicht. Jetzt hängt alles noch an diesen beiden blöden Schrauben hier. Das brauchen wir auch nicht mehr. Teller ist schon raus. Jo, es hängt alles noch an diesen beiden Schrauben hier hinten. Da muss ich also, egal ob ich will oder nicht, noch irgendwie rauskriegen. Ja, ich werde jetzt erstmal vorsichtig dieses Teil hier abbauen. Das ist nämlich der Kondensator. Dieses Teil hier. Ups. Das ist der Kondensator. Da mal ein bisschen mit Vorsicht dran. Ich schau mal. Ich gucke mir selber erstmal gucken. Ja, ich habe jetzt hier hinten die Abdeckung ab. Der Lüfter, der hängt hier noch quer, den kriege ich nicht raus. Das Ganze hängt jetzt eigentlich nur noch an diesen beiden Schrauben. Ich habe gedacht, dass ich es irgendwie so rausholen kann, ohne mit der Flex dran zu gehen. Weil das sind hier diese komischen, ich weiß nicht, Vielsternschrauben oder wie die heißen. Aber ich werde wohl nochmal auf den Balkon müssen und muss die Flex rausholen. Nützt alles nichts. So, ich habe jetzt also das abgemacht. Das ist hier der Lüfter. Schöner Motor, könnte man sich eigentlich aufheben. So, das ist der Motor. Einfacher Elektromotor mit einem Ventilator drin. Den Ventilator kann man abziehen. Ist einfach nur auf so eine Achse drauf gesteckt hier. Ja, kann man auch mal gebrauchen. Werde ich mir auf jeden Fall erstmal an die Seite packen. So, dann schauen wir mal, wie sieht es denn hier drin aus. Hier sind jetzt ganze Schalterpopel, das brauchen wir alles nicht mehr. Das Teil brauchen wir. Und das ist da fest und hier fest. Und da sitzen die Magneten. Einmal der und einmal der. So, also dieses hier ist auf jeden Fall das Teil, was wir haben wollen. Hier drinnen sieht man auch ganz gut die Magneten, denke ich mal. Hier, diese hier. Die beiden. Ja, und jetzt sind hier so Schrauben und hier so Schrauben. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Ich schraube es jetzt einfach mal wild drauf los. So, jetzt
probieren wir das Ganze mal so ein bisschen aufzubiegen hier. Ich verkriech mich wieder ins Zimmer. Verkriechst du dich wieder ins Zimmer. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, und dieses Ding hier, das dürfen wir nicht beschädigen. Jetzt bin ich noch mal gespannt, kriege ich das so ab. So, den einen haben wir. Ein Kabel. So, dann haben wir den eigentlich auch. So, das war das. Ups, und dann haben wir den zweiten Magneten auch. Das war das. Und beide vorsichtig zusammen. Und schon nochmal zwei schöne Magneten. Jo. So, und das umsonst. Und Mutti freut sich, gleich ist die Küche wieder frei. Oder? Gleich ins Auto den Scheiß. Ja. Ja, da müsste ich eine Tüte packen, ne? Mal irgendeinen Karton oder so einen großen. So, die Reste sieht man hier. Schön mal aneinander gestapelt. Man könnte jetzt sicherlich noch den einen oder anderen Schalter hier gebrauchen oder man kann sich vielleicht auch noch hier, weiß ich nicht, ein paar Kabel rauszerren oder sowas. Eigentlich könnte ich mir zum Beispiel das Netzkabel hier noch rausziehen. Ja, das werde ich mir auch noch abbauen. Das kann man immer mal gebrauchen. Das ist ja noch ein Stecker dran, der gut funktioniert. Das kann man immer mal gebrauchen. Ja, und ansonsten der Rest halt Müllmarkt. Ja, das war's schon. Nur ein ganz kurzes Video. Wie gesagt, ich bin da kein Meister oder kein Fachmann oder sonst was drin. Ich habe mir das selber nur so aus den YouTube-Videos angeguckt und muss sagen, es funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, und das war's schon. Dann geht in den Wald, baut eure Mikrowellen auseinander, da steht die neue. Die ist auch bald dran. Und werdet bessere Menschen, man sieht sich.